Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gatewin Mod. Genau. Hallo. Und da seht ihr mal meinen Charakter. So mit seinem Schnitt. Und ich würde sagen, ich quatsch mal jetzt den einen Bärdichen hier an. Ne? Wir werden jetzt einiges zum Lesen haben, denke ich. Ah ja. Schaut vielleicht euch hier hinten diesen schönen Brand an, falls ihr die letzte Folge verpasst habt. Wir haben ganz toll das Feuer hier gelöscht. Ihr seht, es brennt kaum noch. Also es hat super geklappt. Vor allem, es muss doch ein bisschen Öl damit drin sein, ne? Dass es jetzt noch hier auf dem Wasser noch ein bisschen brennt. Aber wir haben das gut gemacht. Das Schiff ist ordnungsgemäß versenkt worden. Gut, also, hi. Oh, Max. Was sagt denn Max? Unser Zuhause, unsere Lebensgrundlage, alles in Minuten versunken. Und wir konnten nur zusehen. Ja, wie geht's euch denn? Wie geht es euch denn, Max? Bis vor kurzem, da waren wir noch Kaufleute. Aber jetzt, wo unser Schiff gesunken ist, sind wir nur noch drei Männer mit zerstörter Lebensgrundlage. Ja, was ist denn genau passiert? Diese verfluchten Orks, wer sonst? Sie können einfach nicht von hier wegbleiben. Sie fielen über uns her. Feuerbälle, Schwerter. Ja, was ist denn genau mit diesem brennenden Schiff passiert? Tja, diese armen Seelen sind genauso glücklos wie wir. Wirklich eine Schande, dass wir nichts machen konnten. Wir sind neu in der Stadt. Tja, was die Arbeitssuche so angeht hier... Wie sieht's denn bei euch aus? Tja, ohne Schiff bleibt uns nichts anderes übrig, als neue Arbeit zu finden. Das wird in dieser Gegend nicht einfach, aber vielleicht könnt ihr ja ein Auge offen halten. Wir werden schauen, was wir tun können, Max. Das war das? Echo. Synchron. So, während du da... Schau ich mal ins Journal auch mal rein. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Quest bekommen. Die Frage ist, quatschen wir alle an? Ich vermute mal, wie ich beim letzten Video sagte, dass das hier sehr wahrscheinlich so eine Hauptbasis erstmal ist, diese Stadt, und dass wir von jedem hier irgendwelche Quests bekommen und eigentlich alle anquatschen müssen. Oder sollen wir erstmal diese eine Quest beenden? Das ist die Frage, weil wir haben ja... Quatschen die noch an, ja, die drei zumindest. Okay. Dann können wir ja mal schauen. Und ich habe auch gesehen, hier auf der Weltkarte gibt es zwei Punkte, wenn du mal auf die Map drauf gehst. Da oben steht Hauptquartiere der Legion, Büro von Aureus und Arbeitszimmer von Ahu. Das ist neu. Das ist mir nicht aufgefallen das letzte Mal. Wann auch immer wir das bekommen haben. Was? Wo? Wenn du auf Map gehst, ja, dann ist rechts oben, stehen irgendwie so zwei Klötze da oder so. Wegpunktschrein sehe ich oben. Wegpunktschrein? Rechts davon. Der vom Weg, vom Stadtwegpunktschrein ganz nach rechts. Da steht Hauptquartier der Legion, Arbeitszimmer von Ahu und Hauptquartier der Legion, Büro von Aureus. Vielleicht bist du zu nah dran. Zoom mal raus. Das ist im dunklen Bereich. Ach so. Ja, ja. Nee, ich habe die Karte zu nah. Okay, ja. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Na doch, das sollen wir doch hin. Wir haben doch Ahus angesprochen und der hat gesagt, wir sollen bei ihm mal wieder vorbeischauen. Weil er uns dann hilft. Okay, also aber auf jeden Fall. Das würde ich sagen, ist eher so, ja, wir machen erstmal. Ich würde auch das gern mit den Statuen da hier nochmal in Angriff nehmen, oder? Die sprechenden Statuen, was das bedeutet. Ja, wo der Kerl von der Klippe gesprungen ist, dann müssen wir ja irgendwo. Die müssen auch irgendwo sein. Okay, gut. Ehe wir hier uns. Dann mach mal. Sprech mal den anderen bitte. Den an. Philipp? Ich habe keine Ahnung. Wen hast du gerade angesprochen? Den ganz recht, ich den Max, ne? Okay, dann mach ich mal einen Philipp. Habt ihr schon eine Arbeit für uns gefunden? Wir machen alles, wirklich. Erzählt mir von euch, was ist passiert, was die Arbeitssuche angeht. Was ist mit dem brennenden Schiff? Ja, genau, sag mal. Diese armen Seelen sind genauso glücklos wie wir. Wirklich eine Schande, dass wir nichts machen konnten. Erzählt mir mehr von euch. Bis vor kurzem waren wir noch Kaufleute, aber jetzt, wo unser Schiff gesunken ist, sind wir nur noch drei Männer mit zerstörter Lebensgrundlage. Was ist hier passiert? Diese verfluchten Orks, sie können einfach nicht von hier wegbleiben. Sie fielen über uns her mit Feuerbällen und Schwertern. Wir hatten nicht die geringste Chance. Ja, Arbeitssuche, das ist eigentlich das Einzige, was uns interessiert, würde ich sagen, die anderen sind Smalltalk. Man weiß nie, ob sich nicht doch noch was ergibt. Haltet die Augen offen, wir tun's auch.
Ich bin dann weg. Also der hat keine Quest für uns. Na, dann nehme ich doch den letzten. Der wahrscheinlich hat der auch keine. Also wahrscheinlich müssen wir die nacheinander. Ich vermute mal, wenn wir die erste Quest fertig haben, gibt der zweite uns eine und dann der dritte oder so. Kann sein. Na. Habt ihr schon Arbeit für uns gefunden? Wir machen wirklich alles. Ja, das erzählte Max schon. Ja, man weiß einfach nie, ob sich noch etwas ergibt. Haltet doch bitte die Augen offen. Wir werden das tun. Wir werden es tun. So, wir sind jetzt auf... Ich würde sagen, wir gehen da nochmal raus, oder? Schauen mal, ob wir dort bei den Startern vielleicht noch irgendeinen Hinweis finden. Also oder hast du die... Ich weiß gar nicht, was für ein Stator überhaupt ist. Pablo? Die sprechenden... was hast du jetzt gefragt? Ja, mit den Statuen, ne? Ja, wo die sein sollten. Das weiß ich auch nicht, also... Ich gehe jetzt nochmal raus und schau mal zu den Toten hin, kurz. Da liegt auch einer rum, übrigens. Moment mal, aber eins mache ich, bevor ich das alles mache. Ich schau mal, ob ich überhaupt mit dem, wenn ich den anspreche... Da kann ich doch auch mit dem handeln. Denn ich habe einiges im Inventar. Moment, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich renne mal gerade zu dir. Ist egal, du kannst jeden ansprechen und kannst mit dem handeln. Oh, der hat... Ach nee, der hat gar kein Gold. Das ist blöd. Oh, das ist, glaube ich, auch abhängig von der Sympathie sehr wahrscheinlich. Weil manche sind hier bei Sympathie 10 und manche haben Sympathie 5. Wo siehst du das? Wenn ich einfach mit der Maus über die drüber gehe. Ach so, okay. Ich könnte jetzt nämlich Muscheln verkaufen. Was kann man denn mit den Muscheln machen? Ich glaube, das ist einfach nur Plunder, den wir verscherben können. Ich frag mich gerade... Ah doch, geht wie der blaue Fall bist du auf der Minimap, okay? Ich könnte zum Beispiel das Messer da, braucht doch kein Mensch. Und die ganzen... Der hier kauft Sachen. Ah, ich kann auch nicht mit ihm reden. Der Legionär ist das, ne? Wie viel kostet denn so ein Heiltrank? Versuch ich mal 294... Ja, ne, weiß Gott nicht. Was kostet so ein Messer? Im Gegenzug? Handel. Oh Gott, die Stöcke sind ja gar nichts wert. Und ich der hat ja nur 12 Gold. Toll. Alle mitgenommen. Und das Messer da? Nee, da habe ich keine Chance. Ach du, ich habe doch was. Was hast du mir gegeben? An was? Du hast Gold bekommen, ne? Und du hast mir noch was dazu gegeben. Ein Goldbecher. Nutzlos, aber schön. Kann ich verkaufen. Ja, aber brauche ich einen Heiltrank? Nee, ne? Mach ich nicht. Nein. Also die Muscheln sind nicht viel wert. Nein. Aus, geh mal aus. Das suche ich mir lieber einen besseren Händler. So, wie komme ich? Ich bin weg. Aber meinst du, ich krieg irgendwo mehr für die Muscheln? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Was hast du gesagt? Sympathie, ja. 10. Was ist der Unterschied? Der hat 10, die haben alle 10. Ich verkaufe dir jetzt die Muscheln, fertig. Ich meine, das sind nur 12 Gold, das ist echt nichts, ne? Nee. Ja, komm, weg sind sie, habe ich mich im Platz. Ich nehme euer Angebot an, bla bla bla. Wenn ich sehe, dass hier so ein Heiltrank fast 300 Goldstücke kostet, ist es wirklich fast nichts. Ja, wer weiß, wie reich man später noch wird. Okay, hier komme ich nicht ja, hin. Das ist eben das, was ich immer... Manchmal ist es schlecht ausbalanciert. Da wird man so ziemlich reich und dann kann man sich... Ich bin da kein Fan davon. So, ich will aber Statuen hier nicht sehen. Ich habe eine Klingenwaffe und einen Ahornflachbogen gefunden. Oh, jetzt ist hier... Ach, da ist ein neuer. Aber die sind immer noch besoffen. Moment mal, was war das denn hier für ein Bogen? Hä? Der scheißt da gerade zusammen. Der Legionär. Der scheißt die zwei Besoffenen zusammen, dass die einfach nur daneben gestanden haben, während... Oder dass er... Die sind ja ausgerissen, oder? Die haben gesagt, wir sollen es machen. Also ich habe einen Bogen gefunden, der ist aber eigentlich für eine Stufe 3, was ich noch nicht bin. Dann nimm ihn trotzdem mal mit. Ja, ich kann ihn anscheinend schon benutzen, aber er hat plus einen Aktionspunkt mehr, einen Schuss. Anstatt 4 kostet er 5, aber nur deshalb, weil ich nicht die Stufe 3 erreicht habe. Und das finde ich aber trotzdem gut, dass du den trotzdem benutzen kannst und halt mit einem Malus. Ne? Er fordert Gewandtheit 7. Ich nehme den jetzt mal. So, hier ist... Oh, was denn für Start? Ach, da oben. Moment. Ach,
Nee, da ist eine Mine. Ach, und da ist ein Wegschrein. Ach nee, da kommen wir von ganz woanders ran. Das ist mal wieder Quatsch, was ich gemacht habe. So, ich mache jetzt mal einen Accelerator Blitzgeschwind, damit ich dich mal einhole. Echt? Gibt's das ja? Ja, du brauchst eigentlich nicht her. Das war für die Katz. Also da ist nichts mehr, wo du bist. Nee, weil wir müssen wahrscheinlich, der hat sich ja von der Klippe gestürzt. Also müssen wir wahrscheinlich oben rauf. Also wenn wir oben zu dem Ahu gehen, ist das genau. Ja, die eine Story. Wir können ja nochmal bei Tagebuch schauen. Also wir haben einmal die schifflosen Seeleute, wo wir den drei Seeleuten Arbeit beschaffen müssen. Ja, wissen wir ja auch nicht, wo wir hin müssen. Wir können dann noch ein bisschen rumfragen in der Stadt. Oder man hätte schnell zu denen rennen müssen, wo der Brand war, und dann hätten die geholfen. Ja, das kann schon. Das haben wir schon. Das ist klar. Ein mysteriöser Mord ist auf jeden Fall das oben beim Ahu. Das ist wie bei Baldur's Gate, ne? Da kann man über die ganze Karte scrollen, dann mache ich einfach mal einen Klick. Und dann setzt er sich in Bewegung. Und ich kann mich noch ein bisschen umschauen. Was? Was? Du bist auf die Map gegangen und hast einfach gesagt, nee, du sollst hingehen? Ich meine, hier ganz normal kann ich mich überall hin bewegen. Ne? In der ganzen Welt. Und klick dann zum Beispiel vor dem Schrein und dann macht er das und ich kann mir noch ein wenig die Welt anschauen in der Zwischenzeit. Was so geht. Ach so, jetzt kapier ich. Du hast einfach die Kamera dahin geführt. Genau. Ich dachte, du bist über die Map gegangen hast da was angeklickt. Ich versuche gerade in der Map rumzuklicken. Nee, das geht nicht. Aber, apropos Map, das sind jetzt neue Wegpunkte drauf. Muschelgerät, hast du die angelegt? Muschelgerettet? Anfangs? Ach so, die hatte ich gestern noch gelegt gehabt. Jojo. Ach so. Muschelgerettet, anfangs da schon hatte ich reingelegt. Toter. Ich hab schon gedacht, das hat er automatisch gemacht. So, an die Kiste kommen wir nicht ran. Was haben wir denn noch für Personen hier? Den Arbeiter. Nee, den braucht man nicht. Ach, der ist ja schon da. Trotzdem, ich tu mal die Ochsen an. Wollen wir sehen, was der andere Ochse sagt? Ach, der ist schweigsamer, ne? Der eine ist ziemlich gesprächig. Aber der andere, naja. Hi. Oh Gott. Ich muss mal wieder einen Dialog kurz lesen. Ja, vielleicht hat der Arbeit für den. Wäre nicht schlecht. Ja, ich habe Arbeit zu erledigen. Also fasst euch bitte kurz. Nee, ich habe ganz viel hier. Was wisst ihr über die Untotenplage? Ich kann euch darüber nicht viel erzählen. Tut mir wirklich leid. Dann erzählt mir etwas über Sycile. Bevor wir durch diesen Krieg wie die Verurteilten an einem Baum hängen, war dies die größte Stadt in Revelon. Mein eigener Großvater machte hier ein Vermögen. Er begann als armer Fischer, mit nichts, ein paar Forellen auf seinem Namen und entwickelte seinen mageren Handel zu einem Geschäft, bei dem ein beachtlicher Anteil der lokalen Bevölkerung beschäftigt war. Natürlich musste das Unternehmen aufgelöst werden, als die Bevölkerungszahl sank. Und nun ist sein Erbe nicht mehr als die Stangen und Lappen, mit denen er einst begann. Und was könnt ihr mir über die Angriffe auf den Hafen erzählen? Tja, viele von uns haben in diesem Debakel beinahe ihr Leben gelassen, stand alles aufs Spiel. Und jeder, der eine Mistgabel halten konnte, war bewaffnet, bereit, die Stellung zu halten. Was gibt's denn so für Gerüchte? Habt ihr irgendwelche Gerüchte für uns? Das kann ich nicht wirklich irgendwas erklären. An einem Tag geht das Leben seinen gewohnten Gang, am nächsten bedrohen uns an jeder Ecke leere Augenhöhlen. Bürgermeister Cecile bekommt graue Haare bei dem Versuch, dieses Rätsel zu lösen. Nur noch eins. Was habt ihr über den Mord bezüglich des Ratsmitgliedes Jake gehört? Oh, ein schreckliches Verbrechen. Ratsmitglied Jake war selbst aus Sycile geboren und aufgewachsen hier. Ich bin davon überzeugt, dass ein intrigantes Weib, natürlich eine Fremde, die hatte damit zu tun. Aha. Interessant. Dann noch, die Orks? Ja, die schossen über den Horizont und ihre Schiffe lagen im Hafen an. Noch bevor unsere schlummernden Soldaten das Schwert heben konnten. Wir versuchen immer noch, den Strand von Leichen ihrer und unserer zu säubern. Danke für die Information. Wir können uns also mal das intrigante Weib anschauen.
wäre eine Möglichkeit. Was ist da, Legionäre? Mhm. Aber ja, wir erkunden mal ein bisschen hier die Stadt, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir doch trotzdem mal zu dem Aarhus, oder wie der heißt. Wie heißt der? Wie heißt der? Ne, Aureus, ne? Wie meinst du jetzt? Da gehen wir vielleicht dann doch mal zu dem Büro vom Aureus. Und Arhu. Ja, schöner Hafen. Ja, aber ich war im Menü ein bisschen am Rumwedeln. Ich guck gerade, wo bist du? Ah, okay, du bist da ganz hinten. Komm ich denn da hin? Wir können einfach erstmal die Stadt ein bisschen. Ist die Frage. Ja, okay. Weil, wenn wir zusammenhängen, brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht. Da geht's ja schneller. Ja, ich klicke die mal an einfach. Hier ist ein Legionär vom Tor. Halt! Diese Tore sollen ständig geschlossen bleiben. Befehl des Hauptmanns. Moment mal. Da werde ich doch zum Onkel eines roten Imps. Der Quellenjäger. Entschuldigt die schroffe Behandlung. Ich habe euch nicht gleich erkannt. Tja. Bitte sagt mir, wie ich bei der Untersuchung helfen kann. Ja, genau so sieht's aus. Zivilisten dürfen sich also nicht außerhalb des Tores aufhalten. Öffnet das Tor bitte. Natürlich, aber leider können wir euch für die Expedition nicht unsere Schwerter leihen. Bye. Also, der macht uns hier oben das nordwestliche Tor einfach auf. Da können wir also raus. Wäre das jetzt schon angefangen? Und er macht das auch wieder zu. Was ist das hier? Norden, Cecil. Westen, Strand. Süden, Hafen. Okay, also wir können nach Westen. Okay. Ich quatsch mal da oben noch mit einer Legionärin. Blutlachen am Strand sehe ich von hier schon. Kurz. Ja, aber die hat auch nichts anderes zu erzählen. Nee. Entschuldigt, dass ich euch belästigt habe. Habt ihr vielleicht... Ach, ich wollte doch mal da unten den handeln. Etwas zu handeln? Nein, habt ihr nicht. Nun, danke. Vielleicht hätte ich... Bye. Dann gehen wir mal hier rauf. Gibt's hier nicht einen Markt oder sowas? Haben die sowas nicht? Was steht denn da auf dem Schild? Hier ist ein Schaf. Also, im Westen ist das Westtor und das Leichenhaus. Im Osten ist das Stadtzentrum und die Kaserne. Und im Süden ist der Hafen. Also das Stadtzentrum wäre für uns ja das Wichtige, ne? Du hattest eine Schaufel, hier kannst du ein Grab plündern. Oh, Gräber plündere ich nicht, ich bin ein Ritter. Da gebe ich dir die Schaufel. Wo denn, wo bist du? Warte mal kurz. Ja, ich weiß auch nicht, das gibt bestimmt Probleme, dann sieht das einer noch. Ich rede hier gerade mit dem Schaf, jetzt bin ich mit der Kuh am Reden. Also die Dialoge von den Tieren sind alle irgendwie auf Englisch. Also wenn du graben willst. Haus der Heilung? Ja, wir sollten den nicht stören, hat hier die Kuh gesagt, weil der seit Tagen nicht mehr geschlafen hat, weil er irgendein wichtiges Experiment macht. Vielleicht sollte man ja deswegen stören. Ja, komm, rein da. Der braucht bestimmt Hilfe bei seinem Experiment. Genau. Hallo? Ach, das geht einfach so durch. Cool. Reden wir mal mit dem. Aber wenn man die Menge an Schädelstaub um 2 oder 3% reduzieren würde, könnte die Stabilität unter den richtigen Umständen um das Dreifache erhöht werden. Oh, ein Quellenjäger, sowas. Ihr seid schon, etwas zierlicher als der letzte Quellenjäger, dem ich begegnet bin. Ja, euer Schienbein ist fast 20 cm kürzer und der Umfang eures Bizeps ist nur halb so groß, wenn ich mich recht erinnere. Aber ganz egal, selbst wenn der Orden sein bestes Mitglied nicht entbehren konnte, hat er doch sicherlich denjenigen mit der zweitgrößten Erfolgsaussicht geschickt, oder? Netter Kerl. Okay. Habt ihr Arbeit für 3 Seeleute? Oh, das ist cool. Leider gibt es nicht viel Arbeit für Seeleute in einem Haus der Heilung. Es sei denn, einer von ihnen hat zufällig einen geheimen Vorrat an Heilstein. Ja, wohl eher nicht, glaube ich. Was hat denn der Verstreckbank? Fragst du immer, warum es Verstreckbank hier hat? Das kann ich leider nicht machen.
Warum hast du da hinten eine Streckbank? Das sind meine sexuellen Gelüste, von denen ich Ihnen leider nichts mitteilen darf. Wisst ihr etwas über den Mord an Jake? Der Ratsherr, ein schrecklicher Verlust. Wir kannten uns zwar nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er ein engagierter Staatsdiener war. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen einfachen Fall von Eifersucht, die sich in Gewalt gewandelt hat. Die Affären seiner Frau Esmeralda waren ein offenes Geheimnis, wisst ihr? Okay. Oh, das haben wir schon mal gehört, ne? Mit der intriganten Frau. Da müssen wir mal rausfinden, was da ist. Also hier kann man Freude mit Flüssigkeiten. Also hier gibt es jede Menge nette Bücher. Eva Maria hat mich gerade angesprochen. Und da ist ein Gestöhn hier vielleicht. Ja, der ist verletzt, ne? Was habt ihr hier zu suchen? Dies ist ein privates Krankenzimmer. Im Namen der Sieben. Wer glaubt ihr, wer ihr seid, hier so reinzuplatzen? Hinaus mit euch. Sofort. Entschuldigt unser Eindringen. Könnt ihr uns erzählen, was ihr hier macht? Ach, es tut mir leid. Es ist diese Aufgabe. Ich bin einfach, es fühlt sich an, als würde sich mein eigenes Ich an seiner schwächsten Stelle auflösen. Ich bin ein Lehrmädchen der Heilkünste, der Heilung, aber diese Entscheidung fühlt sich wie das exakte Gegenteil an. Ich habe nur einen Heilstein, wisst ihr, aber zwei schwer verletzte Männer, die ohne ihn nicht überleben werden. Ich habe mir den Kopf hin und her zermartert, was wohl die beste Lösung für diese ernste Lage sein könnte, aber vielleicht ist sie in den Händen eines angesehenen Quellenjägers besser aufgehoben. Ihr habt ohne Frage mehr Erfahrung darin, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Ich will nicht zwischen Leben und Tod entscheiden. Erzählt mir erst mal über den Patienten oder über die Patienten. Was genau möchtet ihr denn wissen? Ja, erzählt mir erst mal über den einen. Ja, ihr meint Boris? Ja, genau, über Boris. Ja, einer der wenigen Mutigen, die freiwillig die Handelsrouten bereisen, die von den Untoten heimgesucht werden. Ein junger Mann, aber ein exzellenter Geschäftsmann. Nun ja, bevor er im Norden einer Ohrkeule zum Opfer fiel. Zu seinem Glück fand ihn ein Viehhändler, mehr tot als lebendig, und brachte ihn sofort hierher. Nun denn, sagt mir noch etwas über den zweiten Patienten. Tja, auch er, ein angesehener Bürger Sicils, dieser Stephanus, und erst kürzlich mit der Geburt seines dritten Engelskindes gesegnet. Er leitete einen Trupp Bauarbeiter, als ihn ein umfallender Holzbalken an der Schläfe traf, und das auch nur wenige Tage vor seinem Ruhestand. Ach, fast jeder in Sicil kennt den breit grinsenden Stephanus, und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es seiner Familie sehr, sehr teuer. Um nochmal auf euren Heilstein zurückzukommen. Ja, ja, in der Tat, eine interessante Reliquie. Ein freundlicher Abt im Nordteil vom Silbertal gab sie mir. Leuk hieß er. Er gehört einem Kult an, sie nennen sich selbst die Makellosen, der daran glaubt, dass bestimmte Steine Wunden heilen können. Ich betrachte seine Behauptung mit nichts als Skepsis, aber als er mir den Stein überreichte, geschah es. Ein kleiner Schnitt an meinem Finger, er verheilte sofort und hinterließ keine Spur einer Wunde. Natürlich war ich verblüfft. Aber es ist schon ein wenig seltsam. Der Stein kann immer nur einmal verwendet werden, bevor er in seinen nutzlosen, inaktiven Zustand zurückkehrt. Es dauert seine Zeit, bis man ihn wieder magisch aufgeladen hat und ich hüte ihn wie meinen Augapfel. Tja, ich wäre jetzt bereit, eine Entscheidung zu fällen. Warte damit noch. Kannst du noch warten? Ich denke auch. Ja, ich kann wieder raus. Weil wir müssen hier einen Break machen von der Zeit her. Und genau. Im nächsten Video zeigen wir euch dann, wie wir euch entscheiden. Und vor allen Dingen bin ich sowieso nicht bereit, eine Entscheidung zu fällen. Ich schätze mal, dass wir beide auch dann zusammen entscheiden müssen wieder. Aber zauder nicht zu lange. Moment, wir müssen noch das Ende machen. Zauder nicht zu lange. Jede Minute können diese Männer hinüber sein. Okay, dann mach besser jetzt. Dann machen wir das noch mit rein. Dann nee, brauchen wir nicht. Brauchen nicht? Wir sicher? Können, nicht, dass das wie bei dem Feuer ist. Nee, das ist... Alles klar. Okay, bis demnächst. Ciao, ciao.